ja, so schnell geht's, da wird der Schmäh von der Wirklichkeit überholt. Bei letzte Woche habe ich ja hier so ironiemäßig gefragt, ob man unsere käuflichen Politiker nicht verkaufen konnte. Und dann habe ich gesagt, die darf uns ja niemand annehmen. Aber Irrtum, großer Irrtum. Bei der Stronach, der nimmt sie alle, der kauft sie eine Partei zusammen, der nimmt jeden Schrulli. Marie aufs Handel und geht schon. Und schon ist man dabei beim Stronach seiner Partei für Wahrheit, Fairness und Transparenz. Ich täte an dem seiner Stücklei Wahrheitspartei nennen. Und wenn dann seine Wahrheitspartei die Wahlen gewinnt, kann er gleich ein Wahrheitsministerium einführen. Irgendwoher kenne ich das Wahrheitsministerium. Ah, George Orwell 1984. Schwindeln heißt jetzt Wahrheit. Betrügen heißt jetzt Fairness. Freundalwirtschaft heißt jetzt Transparenz. Na, vielleicht solltet ihr da jetzt auch mitmachen. Sagen, Frankie, 5 Mille und ich bin dabei. Euro natürlich. Aber wenn du mir die zahlst, na, dann bin ich auch gern für einen Schilling. Ah, und wenn sie jetzt fragen, warum ich heute so komisch daherrede, na, das ist doch klar, weil sie jetzt alle so aufregen, dass das Österreichische ausstirbt. Und das Wienerische, das stirbt besonders aus. Und alle sagen heute nur mehr Kartoffeln und Tomaten statt Erdäpfel oder Paradeiser. Ja, und das ist doch ganz schrecklich, dass das jetzt stirbt, das Wienerische. Ja, da muss man was machen. Deswegen werde ich jetzt halt auch hier reden, wie ich das gelernt habe. Vor 40 Jahren in Floridsdorf, Donauförderstraßen. Sie wissen schon, da bei der alten Donau und beim Birnerbrockel ume, die Gegend halt. Damals, als die Freunde noch Haberer waren und keine Kumpel. Und man noch zum Wirten gegangen ist und nicht in die Kneipe. Als die Fotzen noch so geflogen sind auf der Gasse. Und nichts war damals mit Nouvelle Cuisine oder Sushi und so Zeug. Nein, da hat man nur den Leberkäse gegessen aus dem Zeitungspapier. Ja, und jetzt sind aber plötzlich alle traurig, dass ausstirbt, das Wernerische. Dass die Kids kein Wernerisch mehr reden, sondern Hochdeutsch und Wahnsinn-Dialekt reden. Dann dieses komische Kids-Deutsch, diese türkisch-deutsche Mischung, wissen Sie eh. Ich schwöre bei Koran, ich schlag dich AKH. Und wie immer ist das Fernsehen schuld, RTL ist schuld. Aber irgendwie, sage ich Ihnen, ist mir das zu einfach. Ich meine, dieses Wienerische, das war die Sprache der Vorstadt, der Gemeindebauten, also so eine seltsame Mischung, Unterschichtssprache, ein paar Einsprengseln, Jiddisch und Gaunersprache noch dazu. Aber es ist in einer eigenen Kultur gediehen, dieser, sagen wir mal, proletarischen Kultur, die was er gelebt hat von dem Selbstbewusstsein dieser proletarischen Kultur. Ja, von dem Stolz, den was die gehabt hat. Und wir haben doch diese Kultur ausgerottet und mit Absicht. Und das ist ja nicht mehr was Schlechtes. Weil das haben wir ja wollen, so irgendwann einmal ab die 50er, 60er, spätestens die 70er Jahre, dass die Kinder aus der Welt einen gesellschaftlichen Aufstieg machen. Red ordentlich, red schön, haben die Eltern zu ihren Kindern gesagt. Weil klar war, den berühmten Aufstieg durch Bildung, den schaffst du nicht, wenn du antanzt im Gymnasium und sagst, ich bin der Misi Kropschi von der Zwölferstirn, der was jetzt auch auf dieses Gymnasium gehen will. Und sagen, erst ein Bier, dann eine Eitrige und dann packen Mauer, du hast halt auch nur mehr als Hilfsarbeiter sagen können ab einer bestimmten Zeit. Und wenn du ein bisschen Karriere hast machen wollen, hast du halt schön reden trainieren müssen. Also haben sie die Leute das angewendet und eine neue Sprache angewendet. Und damit ist dem Wienerischen natürlich sein natürlicher Boden entzogen worden. Sein Humus gewissermaßen, auf den es gediehen ist. Und die Hausmeister haben ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nur mehr Türkisch geredet oder Serbisch und dann sind sie ganz ersetzt worden von den Putzfirmen. Das sind doch die sozioökonomischen Prozesse, die dem Wienerischen den Garaus gemacht haben. Deswegen ist es Bälle gegangen. Ja, und dann gab es dann noch so ein Aufbäumen in der Kultur. Das hat schon angefangen mit dem genialen Gwaltinger, obwohl es dann auch so ausgeschaut hat, als schaut der den normalen Leuten aufs Maul und nicht, dass der eine sterbende Kultur dokumentiert. Und dann ist es weitergegangen mit dem Austropop in die 70er Jahre, mit Danzer, Ambros, Prokopetz oder mit den Politliedermacher, die in Mundart gesungen haben, unserem großen Sigi Maron beispielsweise. Aber die Kultur, die hat halt ihre Hochphase gehabt, aber dann ist es halt auch wieder aus der Mode gekommen. Halbert, weil die Leute sich satt gehört haben drauf und halbert, weil es plötzlich irgendwie provinziell erschien und das Globale viel interessanter war als das Lokale. Und wenn dieses kulturelles Phänomen wiederentdeckt wird, heute ein bisschen und viele Leute erst wieder singen, was für große Künstler das sind, der Maron und die paar anderen. Oder wie genial diese Kottan-Sendungen waren. Aber es ist halt kein Sprachwort mehr, in die irgendwer einbohren wird. Und wenn die Kinder das halt lernen, dann lernen sie es wie ein Fremdsprach. Und haben auf Englisch bald eine bessere Aussprache. Und wissen Sie, klar, ein bisschen traurig ist das schon, klar. Aber andererseits, die Welt ändert sich. Und die Zeit vergeht. Und das ist doch eigentlich das Beste, was tun kann, die Zeit.